Hi Leute, willkommen zur ersten Folge von Car Vibes TV, zum ersten Car Vlog. Und ich bin hier im Saarland beim Tuner Karting. Ich habe die Ehre bekommen, ein E63 AMG S übers Wochenende fahren und testen zu dürfen. Ich kann euch nur sagen, das Teil ist ein wirkliches Biest. Und Carson hat da wirklich eine tolle Arbeit geleistet, was das Tuning angeht. Und ich freue mich einfach auf den Tag und stay tuned. So Leute, jetzt sind wir hier am ersten Spot. Ein UNESCO Weltkulturerbe, die Völklinger Hütte im Saarland. Wie ich finde, einfach ein perfekter Spot. Wir haben hier viel freie Fläche und einen mega geilen industriellen Hintergrund. Und ich will euch jetzt was über die technischen Daten des Autos sagen. So Leute, jetzt ein paar technische Daten. Wie schon gesagt, wir haben hier ein E63 AMG S. Serienmäßig hat dieses Auto 612 PS. Hochgezüchtet wurde dieses Auto von Carson auf 720 PS und knapp 1000 Newtonmeter. Und die spürt man auf jeden Fall. Man muss sagen, dieses Auto ist eine Exportversion. Also die wird es hier in Deutschland so nicht geben. Warum? Weil das Auto hat eine Klappengasanlage mit einem Einzellen-Cut und später, wenn wir den Soundcheck machen, werdet ihr das auf jeden Fall hören. Starten wir mal das Auto. Ach du Scheiße, sorry. Außerdem hat Carson die Downpipes vergrößert, also den Durchmesser von Downpipes vergrößert. Somit generiert das Auto dementsprechend mehr Leistung. Jetzt reden wir über das Exterieur des Autos. Carson ist es allgemein sehr wichtig, dass die Aerodynamik des Autos verbessert wird, aber die Designlinie nicht allzu arg verändert wird. Finde ich, ist sehr gut gelungen. Also hier die Frontspoilerlippe ist markant, aber wie ich finde, passend zum Auto. Also es wird noch immer sehr, sehr böse. Im hinteren Bereich des Autos haben wir hier einen Gurney Flap, der hier sehr gut zur Linie des Autos passt und auch für Downforce sorgt, also eben wieder hier die Aerodynamik des Autos verbessert. Dann die Auspuffblenden natürlich in Carbon-Optik und der Heckdiffuser ist mitlackiert, was ich sehr gut finde. Stehen tut das Auto auf 20 Zollern, die von Carson selbst entwickelt wurden. Das sind Schmiedefelgen, die heißen 110 Evo Forged und passen, wie ich finde, sehr gut zum Auto. Das sind Mehrspeicher und tun das ganze Design nochmal unterstreichen, wie ich finde. So, das war's jetzt vom Exterieur. Jetzt noch ein paar schöne Bilder von dieser Location und wir sehen uns bei der nächsten. They'll never take me alive. I'm getting high with my 4-5. Cocked on these suckers, time to die. Even as a youngster, causing ruckus on the back of the bus. I was a fool all through high school, kicking up dust. But now I'm labeled as a troublemaker. Who can you blame? Smoking weed helped me take away the pain. So I'm hopeless, rolling down the freeway, swerving. Don't worry, I'm about to crash upon the curb. Cause my bitch is bloody. Maybe if they tried to understand me, what should I do? I had to feed my fucking family. What else could I do? Hier unbegrenzt und jetzt gucken wir mal, was geht. Mit
nächsten Shooting-Spot. Ein historischer Spot, denn wir sind hier im alten Schloss in Dillingen. Und wenn wir schon von Historie reden, lasst uns doch über die Historie von Karlsson reden. Karlsson wurde 1989 von den Brüdern Hartke gegründet. Warum heißt die Marke dann Karlsson? Der Grund ist der, dass Karlsson viel mit dem schwedischen Renn- und Werksfahrer von Mercedes, Ingvar Karlsson, zusammengearbeitet haben. Und sein ganzes Wissen und seine ganze Erfahrung ist eben in die Entwicklung von den Autos reingegangen. Deswegen ist er quasi auch der Namensgeber. Und nachdem die Brüder das Geschäft abgegeben haben, beziehungsweise die Unternehmung, sage ich mal, weitergegeben haben, hatte Karlsson leider nicht so erfolgreiche Jahre. Und nachdem jetzt 2016 die Sambo Motors Group die Karlsson wieder übernommen hat, beziehungsweise aufgekauft hat, blüht die Marke langsam wieder auf. Und ich finde, das gelingt ihnen sehr gut. So, ihr fragt euch bestimmt, warum Karlsson das Pferd als Emblem gewählt hat. Der Grund ist folgender. Die Brüder Hartke hatten eine Leidenschaft für Pferde und allgemein für den Pferderennsport. Und da wir bei Autos auch von Pferdestärken sprechen und das Pferd für Ästhetik und Schnelligkeit steht und die Brüder natürlich selbst auch Pferde in ihrem ersten Unternehmenssitz hatten, also am Gut Wiesenhof, haben sie halt eben dieses Wappen oder dieses Emblem hier gewählt. Was auch zu erkennen ist, dass das Pferd nicht aufscheut, sondern es rennt nach vorne quasi. Seit 1999 beteiligt sich Karlsson bei verschiedensten Rennserien, zum Beispiel dem 24-Stunden-Rennen am Nürburgring oder der Rallye Dakar. Das erfolgreichste Auto war damals der CK35 RS. So, und jetzt ein paar Bilder vom nächsten Shooting-Spot. Unterm Strich war es ein mega geiles Wochenende. Das Saarland bietet so viele tolle Plätze. Ich bin wirklich froh, dass ich das Auto hier filmen durfte im Saarland. Und ja, zum Auto. Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Es ist ein wirklich, sag ich mal, besonderes Auto. Es ist wahrscheinlich der erste E63, den ich so gesehen habe, auch mit so einer Leistung. Und das Auto ist wirklich, sag ich mal, angsteinflößend. Es ist ein wirkliches Biest. Fahrwerk ist beim Auto das gleiche, so, also kann ich sagen, also Mercedes-like. Ist natürlich mega gut, das ist mega straff, fühlt sich gut und sicher auf der Straße an. Also das Auto wirkt nicht schwammig oder so, auch bei den hohen Drehzahlen, die das Auto fährt, habe ich mich sicher gefühlt. Und zum Innenraum, ich habe ja nicht den Innenraum erwähnt, der Innenraum ist eben der gleiche, da hat Karlsson jetzt nichts gemacht, deswegen bin ich jetzt nicht spezifisch drauf eingegangen, ist eben der normale Innenraum vom 217er E63 AMG S mit Burmester Soundanlage. Die Sitze sind meines Erachtens nicht sehr bequem, also mein Rücken hat teilweise schon wehgetan, aber es sind halt Sportsitze. Und beschweren kann man, ist es, sag ich mal, ist es Beschweren auf hohem Niveau. Und deswegen lasst es mal hier als einzigsten Minuspunkt. Und ja, vielleicht noch, der Sound ist schon sehr laut. Wie gesagt, das Auto ist eben ein Exportfahrzeug, Entwicklungsfahrzeug für Karlsson. In anderen Ländern ist diese Lautstärke zugelassen, aber hier eben nicht. Und ich finde es auch ganz gut, weil irgendwie reicht es dann auch von der Lautstärke. Und ich finde es dann auch nicht mehr schön und es geht irgendwann ziemlich auf die Nerven. Und das habe ich auch gemerkt, wo ich nur im Sport Plus Modus gefahren bin. Irgendwann hat es mir auch gereicht und bin ich halt in Komfort gegangen, damit es halt eben ein bisschen leiser ist.
Aber so ab und zu finde ich es mega geil. Mega geil! Und jeder dreht seinen Kopf um und es ist mir noch nie so krass wie mit diesem Auto passiert. Und ich bin schon ein paar Autos gefahren, die eben sportlich sind. Genau. Und zum Carvlog an sich, ich hoffe, euch hat mein erster Carvlog einfach gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht, ich habe eine Erfahrung mehr gesammelt und versuche mich immer zu bessern von Vlog zu Vlog. Deswegen schreibt mir bitte in den Kommentaren, was ich besser machen könnte, auf was ich noch eingehen soll und wie allgemein meine Aufnahmen findet, weil es mir eigentlich eine der wichtigsten Sachen so, dass ihr mir ein paar Tipps zu meinen Aufnahmen gibt. Und genau, es freut mich, dass ihr dabei wart, die zugeschaut haben und folgt mir auf Instagram. Mein Name dort visual_vibes. Dort könnt ihr alles sehen, also das ist der Account meiner Produktionsfirma. Dort poste ich alle Autos, die ich filme von der Produktionsfirma und allgemein auch Imagefilme etc. Und folgt mir auf Instagram auch für den Car-Vlog, für Car-Vibes TV. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Vlog. Dankeschön.